Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Es funktioniert wieder. Wir können wieder die Züge ganz normal fahren lassen. Ich hatte ja das Problem, dass mit dem Update für die Mod für die deutschen Oberleitungen das verbuggt war, dass die Züge die ganze Zeit in den Bahnhöfen nur 60 gefahren sind. Und das ist jetzt aber tatsächlich wieder behoben. Das heißt, wir können jetzt wieder ganz normal fahren und dem einen oder anderen fällt vielleicht eine Änderung auf. Ich habe hier eine Strecke gebaut. Und zwar von Kirchzarten über Binzen nach Hornberg. Und ich habe eine Mega-Frosch im Hals und nichts zu trinken da, aber das ist jetzt egal. Und ja, da werden wir jetzt auch direkt mal einen Zug einsetzen. Einmal die Pause raus. Und zwar habe ich mir überlegt, wir lassen den Stadler KISS da fahren. Also den KISS 1, nicht den KISS 2, denn der KISS 1 kann 200 km/h. Und ja, es geht schon wieder los, es ist furchtbar. Und ja, die Haltestellenabstände sind so groß, dass sich 200 km/h durchaus lohnen, würde ich sagen. So, jetzt aber. Jawohl, er fährt raus. Oh, es ist so schön. Also die Folge kommt heute ein bisschen später, denn ich habe mich saudoof angestellt. Ich glaube, so doof habe ich mich in dem Spiel noch nie angestellt. Erst hatte ich das Problem, dass der Zug hier oben nicht rausfahren wollte. Und ich habe ewig dran rumprobiert, das andere Depot aufgestellt, hier unten ausprobiert, ob es da geht. Und es wollte einfach alles nicht funktionieren, um dann nach so einer Viertelstunde, 20 Minuten ungefähr festzustellen, dass ich hier zwar die Linie erstellt und benannt hatte, aber keine Haltestellen hinzugefügt, dementsprechend der Zug natürlich auch nicht wusste, wo zur Hölle er jetzt hin soll. Das war schon mal doof. Und dann, noch schöner eigentlich, dann habe ich noch einen zweiten Aufnahmeversuch gestartet, also die Folge, in der ich jetzt die Strecke hier gebaut habe unter anderem, die wird gar nicht kommen, weil das kann sich einfach niemand antun. Das war ganz, ganz furchtbar. Ja, beim zweiten Anlauf, also ich habe jetzt im Prinzip schon zwei Aufnahmen, die ich wegwerfen wollte, musste, wie auch immer. Da habe ich dann den Fehler gemacht, dass ich die Pause noch drin hatte, was noch doofer ist, weil ich das gleiche schon mal in Transport Fever 1 gemacht habe. Dass ich da einfach überhaupt nicht gecheckt habe, dass die Pause noch drin ist und der dementsprechend natürlich auch nicht losfahren wird. Ja, aber jetzt ist alles gut. Ich hoffe, wir fahren auch ein paar Leute mit. Im Moment noch nicht. Wir brauchen aber auch definitiv noch Züge, Quatsch, wir brauchen noch Busse hier unten. Da reicht mal so ein kleiner Bussteig. Na komm, bauen wir gerade dran. Zumindest so gerade, wie es irgendwie geht. So, das ist richtig. Ah ne, erst erstellen, dann kaufen. Ne, da und hier. Nehmen wir die kleinen Häuschen. Kleine Häuschen für ein kleines Städtchen. Hoppala. Busbinzen. Wunderbar. Dann einmal ein E-Zitaro, beziehungsweise ich kaufe mal zwei, komm, wir sparen mal nicht am Bus. Die Leute sollen ja auch zum Zug kommen. Und ja, hier unten warten schon welche, das ist praktisch. Warum habe ich die Linie eigentlich gebaut? Das ist im Prinzip ganz einfach. Ich wollte ein bisschen die RB13 hier entlasten, weil die Leute, die jetzt von Hornberg nach Kirchzarten oder umgekehrt wollen, die mussten natürlich vorher immer mit dem hier fahren, da die Züge hier aber sehr, sehr voll sind, außer jetzt der gerade, aber das ist halt auf dem letzten Abschnitt hier ziemlich normal. Wollte ich die ein bisschen entlasten und ja, das haben wir damit gemacht. So, des Weiteren habe ich übrigens auch den Güterzug verlängert. Das heißt, wir haben hier jetzt, ich glaube, knapp 500 Meter lange Bahnsteige oder sogar 520 Meter oder so. Bin mir gar nicht ganz sicher. Und einen ellenlangen Güterzug. Da habe ich jetzt eine zweite Vectron vorgespannt und ich glaube, wir haben jetzt knapp 550 Meter Länge. Einfach, weil
die Industrien ihre Produktion hochgeschraubt haben bzw. verdoppelt haben und dementsprechend musste einfach ein langer Güterzug her, der auch das ganze Zeug transportieren kann. Hier hinten liegen auch mords viele Einheiten rum, die kriegt er auch gar nicht alle weg auf einmal. Aber ja, im Moment funktioniert es so ganz gut. Dementsprechend lasse ich das mal so laufen. So, ich glaube, es ist durchaus möglich, dass ich hier, wobei, die versenden gar nicht mehr als aktuell wahrscheinlich. Wobei, ein bisschen mehr geht eigentlich. Ich lasse es mal so laufen. Vielleicht reicht das ja auch mit, ja, wobei, einen LKW kaufe ich mal noch. Nicht, dass das Zeug dann da einfach nur rumliegt. Bitteschön. So. Hier unten ist Zugtreffen. Der andere müsste eigentlich auch... Oh, der braucht aber lange. Wir hatten das so geplant, dass der hier so lange warten muss. Und vor allem, warum muss der so lange warten? Ist der Abschnitt hier so viel kürzer? Naja, whatever. Was wollte ich machen? Genau, stimmt. Ich wollte... Ne, das ist noch alles in Ordnung. Wie viele haben wir denn hier rumfahren? Wie viele Busse? 4. Ne, belassen wir erstmal dabei. Ich wollte aber auf jeden Fall hier oben jetzt eine Straßenbahn bauen, weil ihr seht, hier ist immer mehr los und die Busse kriegen das gar nicht alle weg, obwohl ich mittlerweile schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Busse hier fahren habe. Dementsprechend werden wir jetzt mal ausbauen. Ich werde auch mal gucken, ob jetzt überhaupt die ganzen Gebiete hier erreicht werden. Das sieht hier hinten aber noch ganz gut aus. Hier unten vom Bahnhof, ja. Ja. Okay, sieht also gut aus. Die Leute kommen überall hin, aber wir brauchen jetzt natürlich Schienen. Einmal die Straßen, wir hätten gerne ein elektrisches Tramgleis und ab dafür. Manchmal hat er so ein paar kleine Soundaussetzer. Es gibt offenbar neue Sounds, aber manchmal kommt der Sound einfach gar nicht. Zum Beispiel jetzt, wenn ich die Straßen upgrade. Achso, nee, das ist doof. Wir fahren hier unten lang. Dann muss die nicht 8-mal abbiegen. Kostet ja auch Zeit. So, Fahrgebäude müssen natürlich mal wieder weichen. Das kann ich aber nicht ändern. Alles klar, dann würde ich doch mal sagen... Nee, das Straßenfahrzeugdepot abreißen wäre jetzt kontraproduktiv, weil wir brauchen das ja immer noch für die LKWs, die da so rumfahren. Wobei, das könnten wir eigentlich auch da oben dann aufbauen später. Wir reißen es ab. Nee, falsches Menü. Hier sind wir. Ja, du. Nee, euch beiden muss ich leider verjagen. Tut mir sorry. Hoppala. So, ich werde es jetzt einfach so machen, dass wir die ersetzen und dann aber 2-3 Bahnen dann wieder rausnehmen. Weil die natürlich deutlich... Ja, wobei, haben die mehr Kapazität? Ja, haben die. Okay, alles klar. Also kann ich da nichts falsch machen. Ach so. Ersetzen geht gar nicht. Weil sind ja dann Straßenbahnen. Das wäre ja zu einfach. Och Mann, komm. Echt jetzt? Die Strecke ist doch komplett. Warum kann ich denn nicht einfach direkt sagen, ersetzt sie? Okay. Dann anders. Wir warten jetzt mal, bis der abgeladen hat. Dann kann er noch das bisschen plus machen. Und dann setzen wir da eine Straßenbahn drauf. Müssen wir jetzt halt leider so machen. Ich kann es nicht ändern. So, weg mit dir. Einmal. Ach, es gibt auch Oberleitungsbusse. Gut zu wissen, bin ich aber nicht der größte Fan von. So. Bezeichnung werden wir natürlich gleich noch in Tram umändern. Die wird jetzt wahrscheinlich erstmal links rausfahren.
Ah, ne. Aber die dahinter dann mit Sicherheit. Ah, ne, wo fährt der denn hin? Okay. So. Kommen wir mit 4 Bahnen erstmal aus? Weiß es nicht. Die haben halt. Ja, 43 statt 25 Kapazität. Ich. Na komm, was soll's. Was soll der Geiz? Die Stadt wächst ja tendenziell immer mehr. Die Busse werde ich jetzt einfach immer rausnehmen, wenn die hier unten ankommen. Und ich überlege auch gerade, gibt es nicht theoretisch solche nur Tram-Dinger? Dass die halt tatsächlich freie Bahn haben. Wobei, da müsste man wahrscheinlich die Straße auch breiter machen, dass die Autos trotzdem noch irgendwo fahren können. Also wegen mir nicht unbedingt. Von mir aus könnten die auch alle nur Bahn fahren in der Stadt. Aber ich weiß nicht, ob Transport Fever das genauso sieht. So, weg mit dir. Er ist natürlich, wenn die Züge im kurzen Abstand hintereinander hier ankommen. Da ist natürlich hier unten die Hölle los. Kommt schon der nächste. Dann dürfen wir doch eigentlich gar nicht mehr so viele haben. 2 noch oder so, ne? So, wo sind die beiden? Hier. Ah ne, 3 sind es noch. Gerade mal umbenennen bei der Gelegenheit. So, ich werde auch mal gucken, eventuell irgendwie, also ich habe jetzt noch kein Konzept im Kopf, wie das klappen soll, aber vielleicht werden wir auch mal so eine Art S-Bahn-Netz aufbauen. Keine Ahnung, dass die dann natürlich hier abfährt und dann aber hier hinten nochmal einen Halt hat und dann darüber, ich weiß es nicht. Das kommt aber wenn dann ganz am Ende. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, weil die Städte sind ja jetzt nicht so wahnsinnig riesengroß. So, was haben wir? Der kommt jetzt. Dahinter direkt der nächste. Guck mal, aber es ist schon wesentlich entspannter. Es ist wesentlich weniger Leute, die warten an den Haltestellen. So, und dann werden wir gleich nochmal gucken, wie unsere anderen Linien laufen, ob die überrannt sind schon oder ob die noch funktionieren. Hier werden wir mit Sicherheit bald auf Dostos umsteigen. Wie sieht's denn hier aus? 59, 82, 100, 64. Ja, okay, gut. Also da ist mehr als genug Platz. Ja, die hier wird halt gut voll. Aber es ist natürlich auch eine der wichtigsten Linien. Ne? Schriesheim und Meerstetten sind, glaube ich, die 2 größten Städte. Hier müssen wir mal gucken. Wobei, ich achte viel mehr hier drauf. Alles sehr gut, das ist wunderbar. Ja, Tatsache. Schriesheim und Meerstetten sind die größten. Nordheim gar nicht so groß, obwohl es unser Knotenpunkt ist. Ja, wobei mittlerweile oder momentan nur 2 Linien. Ach so, wie sieht's denn hier unten aus? Lohnt der sich? Nee. Aber es fahren, also komm, halb voll ungefähr. Nicht ungefähr, sondern sogar ganz genau im Moment. Das dauert wahrscheinlich einfach nur ein bisschen. Vielleicht müssen wir auch tatsächlich einfach nur einen zweiten Zug kaufen, weil der Takt im Moment dürfte natürlich ein bisschen schlecht sein für Transport Fever Verhältnisse. Gerade gucken. Ja, 10 Minuten. Hier haben wir halt 4 Minuten bzw. 6 Minuten.
Noch kommen sie aber klar. Ach so, Moment, wir haben jetzt. Nee, du, dich schicke ich jetzt einfach so weg. Ich glaube, jetzt haben wir alle. Okay, perfekt. Dann soll es das erstmal gewesen sein. Ich glaube, Schriesheim ist dann irgendwann der nächste Kandidat, aber gut. Bis dahin haben wir hoffentlich noch ein bisschen Zeit. Hier ist auch noch alles in Ordnung. Hier ebenfalls. Bei einem extra setze ich mal ein. Wer hat denn. Ach, der C2 ist hier unterwegs. Der hat 40 Plätze. Das ist ja nicht verkehrt. Hier ist irgendwie relativ wenig los im Moment. Aber gut, liegt natürlich auch daran, dass hier hinten mit Anschlüssen noch gar nichts ist. Ich denke mal, die nächste Linie wird dann tatsächlich sein von hier über Uldingen, Mühlhofen und Süßen wieder nach Kirchzarten, damit da oben auch nochmal so ein Umstiegspunkt entsteht. Das können wir eigentlich in einer der nächsten Folgen schon machen. Wobei ich gucke gerade mal, was so ein Doppelstockwagen denn kostet. Oder so ein Doppelstockzug. Dafür am besten ein Zugdepot wählen. Ne, das ist die falsche. Haben wir eine 146.2 irgendwo? Zufälligerweise. Ja, hier unten. Ja. Würde 21 Millionen kosten und die Wagen. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Ich möchte, wenn dann schon mindestens vier Wagen haben. Ich finde, wenn er irgendwie nur drei Wagen rumfährt mit Dostos, dann sieht das immer ein bisschen so aus, als würde da einfach was fehlen. Dann lohnt sich das auch einfach irgendwie nicht. Welche hatte ich denn da immer? Es gab welche, die hatten 100. Hier, DB Regio. Jetzt noch den Steuerwagen finden. Dürfte der hier gewesen sein. 380. Etwas mehr als die. Was sind das? 423er? Nee, Quatsch, oder? Oh, ich habe wieder so eine Ahnung von denen. Das ist total schlimm. Die sehen alle gleich aus. Was bist du? Steht das irgendwo drauf? Warte mal. Vorne vielleicht. Ja, sehe ich jetzt natürlich nicht, wenn alles orange ist. Ja gut, egal. Also die da auf jeden Fall. 59 Millionen pro Zug. Wir wären nach Adam Riese fast bei null, wenn wir das jetzt machen würden. Deshalb nein, danke. Wobei wir kriegen ja auch noch ein paar Euronen für die zurück. Also von daher dürfte aber nicht mehr so viel sein, weil die sind immerhin in Anführungszeichen schon 20 Jahre alt. Ich weiß, für Züge ist das nicht unbedingt ein Alter, aber ja, der Wertverlust ist trotzdem nicht gerade unerheblich. So. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, für die Folge war es das. Ich glaube, ich habe auch alles soweit geklärt, was jetzt neu ist oder so. Und ja, danke für den Tipp. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis dahin macht's gut. Tschüss.